Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen beim hallo. Piloten zu einen Hinweis bitte. Hallo. Heute mit allen aus dem Team Pete's Meat. Ihr seht sie ja hier schon unter oder neben mir. Und wir haben eine neue Spielshow-Idee zugesendet bekommen von Isa. Und es geht hier darum, für unsere Kandidaten, dass sie auf ein Videospiel kommen müssen. Irgendwie. Sie müssen ein Videospiel eintippen. Und um dahin zu kommen, können sie oder müssen sie sogar Hinweise kaufen. Einer nach dem anderen. Es gibt so einen Marktplatz, sage ich jetzt mal, mit so 10 Hinweisen. Die haben die Jungs dann gleich vor Augen für das erste Spiel. Und dann frage ich so den ersten Bram, welchen Hinweis willst du kaufen? Du musst einen kaufen. Ja, deswegen Hinweis bitte ist so, du musst ja einen nehmen, hier. Ne? Ja. Also. Und jeder hat dafür, damit man überhaupt sich was leisten kann, 10 Münzen zu Beginn. Münzen! Nachdem ich alle gefragt habe, gibt es einen Hinweis für alle. Und dann frage ich nochmal alle und müssen nochmal alle einen Hinweis kaufen. Das heißt, jeder muss 2 Hinweise pro Spiel kaufen. Plus den kostenfreien Hinweis, den es für alle gibt. Und mit diesen 3 Hinweisen müssen sie dann das richtige Spiel eintippen. Und wer das schafft, bekommt 20 Punkte. Mit denen dann wieder in der nächsten Runde neue Hinweise gekauft werden können. Sollte jemand pleite gehen, gibt es auch kostenfreie Hinweise, die nur gekauft werden können, wenn man wirklich pleite ist. Und sollten mehrere Leute pleite sein, sind das die einzigen Hinweise, die mehrfach gekauft werden können. Wenn jetzt gleich Bram anfängt und sich direkt Hinweis 7 kauft, darf danach niemand mehr Hinweis 7 kaufen. Okay. Also jetzt, war das jetzt so ein Tipp, dass ich mir Hinweis 7 kaufen sollte? Nee, ich habe keine Ahnung, was Hinweis 7 ist. Hinweis 7. Noch kurze Frage. Das Spiel, also muss das Witcher sein oder Witcher Wild Hunt oder Witcher 3? Oder also es muss schon das klare Spiel sein, ne? Also das genau, ich will, wenn es sich um eine Reihe handelt, will ich schon den Teil wissen. Aber ihr müsst mir jetzt nicht den perfekten Untertitel nennen, sondern Witcher 3 würde mir reichen. Es muss nicht Witcher 3 Wild Hunt sein. Oder der dritte Call Witcher. Call of Duty im Zweiten Weltkrieg. Oh nein. Davon gibt es viel zu viele. Call of Duty im Zweiten Weltkrieg, da gibt es ja ganz viele zu. Ja, okay, und wenn ich sage Call of Duty im Zweiten Weltkrieg, World of War oder so, weil ich den genauen Titel nicht weiß. Ja, aber es gibt WW2 und World at War. Okay, ja, dann okay, war ein schlechtes Beispiel, aber wenn ich das damit eindeutig dir zeigen könnte. Wenn du es mir eindeutig erklären kannst, durch dein Schreiben, würde ich das schon als korrekt ansehen. Aber das liegt dann in meinem Ermessen, ob es eindeutig ist. Ja, und an der demokratischen Entscheidung der anderen Mitspieler, würde ich sagen. Nee, würde ich nicht sagen. Weil, Jay, da würde ich dich jetzt auch beschützen, weil sonst würden die demokratisch immer deins ablehnen, glaube ich. Nein, würden die nicht. Wenn sie ja nicht, weil ich ja haargenau den Titel kenne. Ich frage mich, ob alleine schon sozusagen der Marktplatz ein Hinweis für euch sein könnte. Wir beginnen nämlich jetzt schon mit dem ersten Spiel. Und dazu gibt es eine ganze Menge Hinweise, die ich euch jetzt einmal rübersende und zu denen ihr bestimmt vielleicht auch nochmal Fragen habt. Es gibt einmal eine Steam-Review, ist kostenfrei, könnt ihr euch alle noch nicht kaufen, weil ihr habt noch Geld. 2 Nebencharaktere, die ich euch schreibe, auch dir kostenfrei. Das Erscheinungsjahr für 2 Münzen, das Genre für 2 Münzen, die Steuerung, das ist... Ja, dann ist so quasi. Laserschwert werfen auf R1, mega. Ja, so nach dem Motto, ja, genau. Entwicklerstudio und Publisher kostet euch 4, 3 Nebencharaktere, was glaube ich nicht die gleichen sind. Also ist nicht einfach nur einer mehr wie bei dem davor, sondern sind 3 andere für 4 Punkte. Die Hauptfigur zu nennen, 5 Punkte. Die Handlung schlecht erklärt, kennt ihr vielleicht auch aus anderen Spielshows, 6 Punkte. Franchise oder Ableger des Spiels, 7 Punkte. Was bedeutet Franchise? Also wäre das dann wirklich dann schon Super Mario und wir suchen Super Mario Odyssey? Wahrscheinlich. Das ist ja schon krass. Okay, aber den nächsten finde ich richtig geil. Ja, YouTube-Videotitel eines Let's Plays. Ja, und das Spiel kommt nicht drin vor. Ja, das wäre richtig kacke. Richtig reinorgeln. Also ja, wirklich. Ich gebe euch den Hinweis. So viele Kills habt ihr noch nie gesehen. Ja, wow, danke schön. Ich gebe euch den Hinweis, dass der Titel des Spiels in diesem Videotitel dann ja nicht. Also der ist wirklich geschwärzt, der kommt nicht vor. Ja, macht ja auch Sinn, weil sonst könnt ihr jedes Mal für 10 Punkte 20 Punkte kaufen. Das ist richtig. Das ist nichts in der Sache. So, das ist euer Marktplatz, daran könnt ihr euch bedienen, aber nur nacheinander. Jeder beginnt bei einem Spiel, wir machen heute 4. Wir kriegen aber auch nichts anderes, ne? Also deswegen müssen wir ja kaufen. Du kannst gleich nochmal, du kannst 2 Runden ja Hinweise kaufen. Ihr könnt 2 Hinweise kaufen, müsst 2 Hinweise kaufen. Ja, ja. Aber nacheinander. Okay. Und Bram beginnt. Der darf sich jetzt den ersten aussuchen. Ja, ich hätte gerne einen Hauptcharakter.
Du hättest gerne den Hauptcharakter für 5. Ja. Und damit hast du jetzt noch 5 Punkte auf deinem Konto und ich schreibe dir den Hauptcharakter. Das ist Geralt. Achso, Hupse, Entschuldigung. Ja, das, ich muss hier richtig aufpassen, dass ich nicht irgendwas nusche. Ne? Also. Nee, mach mal. 4 Blocks, H-Blocks. Ja, okay. H-Blocks? Ui, das ist auch schon lange her. Ey. Nee, 4 Blocks war da der Bram, Serie. Wie nutzen du, also das ist schon ein Mann, oder? Ist schon eine Person, auf jeden Fall. Mhm. Wobei, ist ein Charakter. Ah, ist also kein Tier. Ah, sehr schön. Schon wieder raus. Okay, also schon mal nicht Findet Nemo. Das Videospiel. Ja, genau. Okay, Bram hat gekauft und seinen Kauf erhalten. Die Transaktion ist durchgeführt. Christian, was hätten Sie denn gerne hier? Das Problem hier? Ist tatsächlich... Ich lege doch was oben drauf, einen Fisch oder so. Ja, du bist jetzt hier wie der Marktschreier da bei in Venlo, ne? Und eine Makrele oben drauf! Ich nehme bitte die 3 Nebencharaktere. Die 3 Nebencharaktere hättest du gerne für 4 Punkte. Für 4 Pünktchen, ja. Das heißt, du hast noch 6. Da frage ich mich tatsächlich, ob das dieselben, also es sind andere Nebencharaktere als die Free-Dinger, oder? Das haben wir schon erklärt. Ja. Das habe ich erklärt, genau, es sind andere. Das habe ich nicht. Das sind nicht einfach nur eine Person mehr, sondern das sind tatsächlich andere. Pass auf, Jay will dich nur tricksen, Peter, jetzt nichts mehr sagen. 4 Münzen hast du bezahlt. Krass. Und dafür bekommst du auch jetzt. Ich muss noch einen Hinweis kaufen, ne? Ja, du musst gleich noch einen Hinweis kaufen, das ist richtig. So. Nice. Hast du bekommen. Dankeschön, Peter. Christian, was sind das? Also, es sind auch Menschen, ne? Wenn ich jetzt theoretisch, keine Ahnung, die 6 habe, Peter. Also 6 Punkte Dingens nehmen, Handlung schlecht erklärt oder sowas. Yeah. Und ich dann weiß 100%ig, boah, Alter, das ist Witcher Wild Hunt. Ja. Du musst trotzdem dann einkaufen. Darf ich den nicht für free holen, oder? Das ist richtig. Du darfst den erst für free holen, wenn du pleite bist. Ist ja super dumm. Dann bin ich dran, oder? Ja. Ja. Ich nehme die Handlung schlecht erklärt. Die Handlung schlecht erklärt. Für 6 bisher das teuerste, was hier gekauft wurde. Jay geht hier voll rein. Hat noch 4. Ist nicht voll rein. 4. Nee, also es sind natürlich nicht direkt auf Pleite gegangen, aber 6 Münzen wandern in meinen Geldbeutel. Und dafür bekommst du jetzt die Handlung schlecht erklärt in Textform geschickt. Schlecht erklärt. Da ist so ein Charakter und der läuft und dann bumm und dann tot. Peng, peng. Bam, bam. Ja. Da steht da vielleicht einfach nur so, was machen Sachen? Ich find's gut, wie Sepp hier anhand einfach nur zuhören schon was aufgeschrieben hat in sein Feld, was ja auch eine interessante Entscheidung ist. Das kann man doch ändern, oder? Ja, natürlich. Ja, um Gottes Willen. Ja, also ich habe anhand der Hinweise habe ich jetzt hier eruiert und der Kommentare, die von meinen Mitkandidaten gegeben wurde. Aber Peter, man musste den genauen Teil der Reihe dann. Ja, ich möchte sagen, den genauen Teil der Reihe, das ist richtig. Okay. Falls es eine Reihe ist. Okay, das heißt, ich darf mir jetzt was gönnen, ne? Du musst sogar. Ich weiß nicht mehr, ob der 12 oder 13 ist. Also Hauptcharakter ist weg, Nebencharakter ist weg. Handlung schlecht erklärt ist weg. Genau, die sind alle weg. Lass uns gucken, Franchise oder Ableger des Spiels oder Entwicklerstudio. Oder du bist ganz easy und sagst einfach Genre. Also mit welchem Hinweis kommst du denn, wenn es eine Reihe ist, auf den Teil? Also wenn es Call of Duty ist, mit welchem fucking Hinweis komme ich denn bitte auf Call of Duty auf... Mit der Steuerung, weil du kannst schießen nur ein... Ja, wirklich. Links, schießen, mega. Danke für die Steuerung. Ich nehme trotzdem die Steuerung. Komm, let's go mit der Steuerung. Ich will das mal ausprobieren. Die Steuerung, okay, I love it. Sebastian kauft. Problem ist, die Steuerung bringt mir zum Beispiel gar nichts, weil ich die immer ändere. Das ist mega kacke. Auch bei God of War oder so? Nee, dann nicht. Ja. Mega. Du hast dir die Steuerung gekauft. Aber ich bin jetzt von einem PC-Spiel ausgegangen. Für, es ist jetzt auch nicht die komplette
Belegung. Es ist sozusagen cool, eine nur Auswahl. Vorne, hinten, rechts und links. Mega. Ja, ja, wirklich. Drei Münzkes hast du mir bezahlt und hier ist das, was du bezahlt hast. Ich hoffe, du bist mit zufrieden. Mit Linksklick schießt du. Wow, danke. Ich hoffe, du bist da sehr zufrieden, Sebastian. Linksklick schießen, Rechtsklick ist anvisieren und mit W läufst du nach vorn. Ja, Sepp hat eingelöst. Das heißt, wir sind jetzt einmal rum. Ja. Ja, das heißt, ihr kriegt jetzt alle einen kostenfreien Hinweis. Ach so. Ach ja. So, den kriegen wir jetzt auch. Den brauchen wir. Schade. Ja, den kriegst du aber trotzdem. Aber ich muss jetzt gleich trotzdem noch kaufen. Du musst trotzdem gleich noch kaufen. Blöd. Oh Gott, okay. Ja. Der kostenweise der kostenfreie Hinweis für alle lautet, die Spielereihe hat aktuell 2 Teile. Wow. Das ist natürlich komplett. Ich weiß, du siehst ja meine Antwort schon, ne? Ja, ich sehe die, ja. Danke für nix, ne? Ja. Sag ich mal. Okay. Ich nehme das Erscheinungsjahr. Fuck you. Ja. Zwei? Für 2 Münzken hat sich der Brammen das Erscheinungsjahr gegönnt. Ja. Und das schicke ich dir jetzt auch einmal per Briefpost rüber. Ja. Kann meins ja gar nicht mehr sein. Ja, ist klar, wir machen dann nächste Woche weiter. Cool. Ja. So, weiter. Dann ist Christian jetzt dran. Ja, das ist halt echt Mist. Test Christian muss Genre kaufen. Also ich hätte halt gerne das Erscheinungsjahr gekauft. Ich muss... Doch, oder? Christian hat noch 6 Punkte. Er kann kaufen das Entwicklerstudio und Publisher oder Genre. Ja, stimmt. Also mir hätte jetzt nur das Erscheinungsjahr was gebracht. Alles andere bringt mir nichts. Deswegen nehme ich einfach, gib mir einfach das günstigste, was du hast, Peter. Das dürfte Genre sein. Das ist in dem Fall Genre. Das ist ja mega dumm. Das heißt, ich muss jetzt halt Entwicklerstudio den Publisher kaufen. Ja, deshalb musst du taktisch vorher dir überlegen, was du so kriegst. Heißt denn taktisch? Wo soll ich denn wissen, was ich kriege für einen Hinweis? Und A und B, wo soll ich denn wissen, was die anderen nehmen? Mein Gott, Jonathan. Ja, es ist natürlich ein Nachteil. Fühlt sich nicht so ganz durchdacht an. Wenn man nicht anfängt. Deswegen fängt jeder mal an. Ja, wenn ich gleich 0 Münzen habe, ist mir das egal, ob ich anfange oder nicht. Ich frage mal blöd, warum du kannst aber, eigentlich nicht nochmal anfangen? Es ist bei jedem Spiel ist es sozusagen nicht ein Hin und Her, sondern einmal im Kreis. Wenn wir jetzt übrigens die Hinweise so wegkaufen, dass sagen wir mal, Sepp sich die Sachen nicht leisten könnte, kriegt er dann einen for free? Ja, der darf dann einen freien nehmen. Puh. Christian hat auch seine Bestellung erhalten und jetzt ist Jonathan dran. Ja. Okay, ich muss ja die 4 nehmen. Ich ist auch 6. Noch heiß, Peter. Sehr gut. Ich hab noch 4 übrig und das ist, glaube ich, das Einzige, was ich nehmen darf. Das ist richtig. So, dann hau mal rein. Hau mal rein. Die 6 hat mir noch nichts geholfen. Jay damit auf 0. Und hat gerade sowohl Entwicklerstudio als auch Publisher bekommen. Von einem Anime-Spiel. Bitte was? Das wäre gut. Ja, Peter, bei mir geht ja nur 7, ne? Du hast, also. Bei dir bleibt nur noch übrig Franchise oder Ableger des Spiels. Auch du musst jetzt auf sozusagen, du musst jetzt deine Kohle rauswerfen. Das ist doch nicht schlimm, das hätte ich, glaube ich, auch genommen. Krieg ich dann quasi den anderen Teil der Reihe? Nee. Du kriegst das, was ich dir jetzt schicke. Friss. Ja, hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Deswegen sage ich ja, weißt du, so ein Hinweis bitte ist viel zu nett ausgedrückt. Nimm das oder stirb. Ja. Okay, jetzt ist ja relevant, ob Teil 1 oder 2 dieser zweiteiligen Reihe genommen wird. Das ist richtig. Ich wünsche mir eine klare Definition, welche der beiden Teile gemeint sind. Schreib 2-1. 2-1. Christian, ist das für dich eine klare Definition? 2-1? Ja. Klingelt denn hier die ganze Zeit, Mann, oder, ey? Was war jetzt die Frage? Ja, bei dem, was du geschrieben hast. Achso. Ja, hätte ich jetzt gedacht. Ich muss mal eben kurz nochmal an die Tür. Okay, dann warten wir kurz. Ich finde 2-1 ist okay. Sonst so? Ja, kann man so machen.
Andere haben es anders gemacht. We are back. Alle sind eingeloggt. Alle von euch haben sich entschieden für The Last of Us 1. Das wird dann wohl richtig sein. Das ist absolut korrekt. Nice. Glück gehabt. Ich habe kurz gestruggelt, ob ich nicht zwei nehme, aber das macht ja nicht so viel Sinn bei einem Erscheinungsjahr. Play, also ich habe als Hinweis halt Marlene, Bill und Sarah gekriegt und ich wusste nicht, ob die eventuell auch im zweiten Teil ungefähr vorkommen. Oh. Also ich sage euch schon mal, Erscheinungsjahr gut gewesen. Aber Handlung schlecht erklärt war Schmutz. Das war mir so klar, dass er das nicht mit anfangen kann. Also kannst du gar nichts mit. Was war denn das schlecht erklärt? Pass auf, ein Mann mittleren Alters muss etwas quer durchs Land schleppen, während andere Amerikaner ohne Krankenversicherung versuchen, ihn aufzuhalten. Mit Mann durchs Land schleppen, hätte ich jetzt gesagt, kann dann auch dieses komische Kojima-Spiel sein. Ich war bei God of War. Oh, durch Amerika? Aber ich weiß auch nicht, wer Amerika, keine Ahnung, für mich war Amerikaner ohne Krankenversicherung war für mich auf jeden Fall nicht die Clicker und Co. Aber das ist Thor, das verstehe ich. Wieder ausschließen, weil halt keinen zweiten Teil bis jetzt. Ja, also das war der Hinweis war auf jeden Fall Schmutz in meinen Augen. Gut, dass du vor der Folge schon angekündigt hast, dass du dich darüber beschweren wirst, dass deine teuren Hinweise scheiße sind. Und ja, das war ja klar. Ja, aber was soll ich, also ich finde den halt wirklich blöd. Ich fand die Hinweise super. Ich fand meine auch gut. Also das nächste Mal, das Vierer war besser. Genre Action-Adventure, Freunde. Ich meine, besser geht ja nicht. Also ihr habt jetzt alle Geld gemacht, ja. Also Bram hat 23 Münzen, Jay hat 20, Christian hat 24, Sepp hat auch 20. Und damit müsst ihr dann jetzt auch wieder schön shoppen gehen, Freunde. Wir suchen nämlich. Der Shop ändert sich aber, oder? Oder ja, der Shop gleich? Ändert sich jetzt. Der wird auch wieder aufgefüllt, ja, und bekommt vielleicht auch neue Artikel. Und der sieht dann so aus. Was wäre das? Darf man fragen, was der Videotitel gewesen wäre vom Let's Play? Ja, kann ich dir sagen. Interessiert mich einfach mal. Klicker, geil gemetzelt. Folge 28, Ellie mit den Adleraugen. Ah, okay. Aber da finde ich immer noch. Ja, richtig, da bringt der Teil ja gar nichts, ey. Aber war doch bei all den Titeln. Also bei mir war ja, aber das wäre halt der teuerste, Teil. Ne? Du wärst halt instant pleite gewesen. Da könnte man erwarten, dann kriegst du also vielleicht da, schon mal. Also da finde ich 7 einfach. Ja, bei dem Fall aber auch ja wieder auch, einfacher. Moment, also drüber aufregen ist halt auch schwierig. Du darfst dir ja mit 10 Punkten nicht 20 Punkte erkaufen. Nee, das ist richtig. Das ist auch absolut richtig. Finde ich auch Schmutz. Also, das wäre Quatsch, das stimmt. Wild. So, jetzt der neue Shop, aufgefüllt, ist folgendermaßen. YouTube-Videotitel eines Let's Plays, free. Oh. Dürft ihr alle nicht kaufen. Hauptcharakter, free, dürft ihr auch nicht kaufen. Beschreibung für Rätselfans, was? Erscheinungsjahr 2, Genre 2, Entwicklerstudium, Publisher 3, DLCs 4, Steam Review 5, Twitch 5. Was ist denn Twitch? Die Informationen zur Kategorie bei Twitch. Okay. Information, das musst du erklären. Steht, ohne Diablo 3 ist die Kategorie dann. Ja, genau. Also ich dachte, die Kategorie auf Twitch ist doch eigentlich immer das Spiel. Gibt es dann immer eine Beschreibung noch zu? Ja, du siehst, wenn du aufs Spiel klickst, siehst du ja zum Beispiel, wie viele Follower das Spiel hat. Ah, oh mein Gott. Zum Beispiel, da gibt's, aber nicht nur. Da ist noch mehr als Zuschauer das. Aktuell. Also die Steuerung wird mit 7 Punkten bemessen. Was ist denn das für ein Game? Ja, die Steuerung hat 7 Punkte. Alternativer Name. Ja, 8 Punkte und Beschreibung für Rätselfans finde ich halt auch sehr gut. Oh Gott. 10 Punkte. Oh, was ist denn Beschreibung für Rätselfans? Also ist dann kryptisch beschrieben. Das klingt für mich wie Jonathans Tipp für schlechte. Ja, also das ist dann halt, du kriegst eine Beschreibung sozusagen des Spiels, aber so, dass du vielleicht ein bisschen knobeln musst. Mhm. Und Twitch und Steam Review sind gleich viel wert. Interessant. Ja, und diesmal darf dann, beziehungsweise muss Christian anfangen. Die Sachen sind so geil. Pass auf, ich probiere mal einen anderen Ansatz. Vielleicht geht er doch voll in die Hose, aber ich hätte gerne das Erscheinungsjahr. Oh, du beginnst. Das wollte ich auch nehmen. Nimmst direkt das Erscheinungsjahr. Da die Leute, die denken, sie haben gute Spiele wissen, dafür könnte das ein richtig guter Tipp sein. Ja, nicht nur das, damit du auch nachträglich damit du auch eingrenzen kannst, besser bei einem Mehrteiler. Ich wollte auch als erstes das Erscheinungsjahr nehmen. Das war gerade auch ein Tipp, den sowohl Christian als auch Bram wirklich brauchten bzw. wollten. 2 Münzen hast du bezahlt und ich schicke dir jetzt das Erscheinungsjahr. Guck immer doppelt, dass ich das auch der richtigen Person schicke, weil sonst wäre richtig beschissen.
Was ist Beschreibung? Entwicklerstudio und Publisher, bitte, Peter. Entwicklerstudio und Publisher für dich. Da ist ein Tipp, den Jay gerade auch schon bei dem anderen Spiel notgedrungen nehmen musste und der ihm vielleicht viel gegeben hat. Der war gut. Der war gut. Der hat mir jetzt, sonst fände ich welche lost die, gewesen. Wait, also ist ja logisch, aber die Tipps sehen ja die Zuschauer, ne? Ja, die Zuschauer sehen das. Die sehen jetzt sozusagen die Auflösung der Karte und eure Namen dann daneben. Alter. Ich hatte gerade Steuerung. Steuerung. Was hat Jay gekauft? Entwicklerstudio und Publisher. Das klingt doch gut. EA und wer ist Santa Monica Studio? Ach Jay, das ist doch schlecht. Ja, also, es wurde gekauft, es wurde sich über den Kauf gefreut, glaube ich, und jetzt ist Sebastian dran im Bein. Ich hader zwischen Steam. Kannst du mir bitte sagen, Entschuldigung, was der Entwickler und was der Publisher davon ist? Weil du hast mir jetzt einfach da was reingeschickt und ich habe keine Ahnung, was ist. Das habe ich ja schon gekauft, den Hinweis. Moment. Na, wahrscheinlich ist das Entwicklerstudio und dann kommt der zweite, ist der Publisher. Ja, das weiß ich nicht. Ja, aber dein Hinweis heißt das so. Ja, aber da bin ich mir nicht sicher bei dem, was er mir. Ja, aber du weißt nicht, was er mir geschickt hat. Vielleicht ist das ja was anderes. Vielleicht achtet man da ja nicht wirklich dann auch genau auf die Reihenfolge. Vielleicht stehen da auch einfach 5 Namen. Die Entwickler und Entwicklerstudio, Publisher und Entwickler von Marbles on Stream. Zum Beispiel. Die kennt man. Deswegen frage ich halt, was der Unterschied davon ist, weil das ist ja, sonst ist ja Quatsch. Dann noch weniger mit anfangen. Die Reihenfolge ist die richtige Reihenfolge. Okay, du hast mehr Namen als 2. Ja, weil es. Also. Sind es 2 Entwickler oder 2 Publisher? Gibt es überhaupt 2 Publisher? Also, ich weiß nicht, wie viel du über deinen Hinweis noch reden möchtest. Ja, ist das scheißegal. Das macht keinen Unterschied. Werdet ihr eh nicht kennen. Okay. Der zweite taucht bei beidem auf. Ah. Okay. Hey. Let's go. Ich gehe gleich in die Beschreibung für Rätselfans. Also ich meine, die 4 ist auch schon eine Beschreibung für Rätselfans gewesen. Also die 3 Punkte da, die Entwicklerstudio, ey. Okay. Ich gönne mir die DLCs. Die DLCs, alles klar. Für 4 Münzen gönnt sich Sepp die DLCs. Plural, ne? Da wird ja wohl Spaß mehr damit. Als einer sein. Ja, 16 Münzen hast du investiert. Gespannt. Season Pass 1, Season Pass 2. Ja, genau. Und die DLCs wurden dir übersendet. Scheiße. Und damit sind wir noch nicht durch. Bram ist nicht Bram ist last but not least. So. Kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, was der alternative Name sein soll? Das ist so ein Slang-Name für das Spiel dann, ja? Statt Players Unknowns Battlegrounds würde ich PUBG sagen, oder? So würde ich es interpretieren. Wahrscheinlich. Gibt es dazu eine Erklärung zu dem Shop-Item? Ich würde jetzt mal behaupten, das ist so ein Hinweis drauf, aber das ist jetzt nicht so, wie Jay gesagt hat, was unter der Gamerschaft verbreitet ist, was jeder dazu sagt, sondern eher das, ein so ein Comedy-Hinweis. Okay, ich nehme die Beschreibung für Rätselfans. Die Beschreibung für Rätselfans. Nein, du nimmst sie weg. Okay, dadurch hast du 10 Münzen investiert, bist jetzt noch bei 13 Münzen. Bist ja auch hier Rich Bitch gewesen, ne? Da kann man ja auch mal hier. Ja, da kann man noch mal investieren. Ja, genau. Hat der Bram direkt investiert und habe ich dir jetzt auch rübergeschickt. Bitte was? Kannst ja mal ein bisschen knobeln. Du kannst jetzt ein bisschen rätseln, Bram, du kriegst ja noch einen Hinweis jetzt sogar. Was soll das denn? Das steht nicht mal, da stehen nicht mal deutsche Wörter! Konnichiwa, war mein Freund. Ja, ja, nice. Nein, dann wäre ich doch in Japanisch. Das sind einfach nur Buchstaben. Oh, dann weiß ich, was das ist. Moment, das also nicht ein Game, aber ich könnte mir vorstellen, dass er bei dir steht. Bram hat sich das erstmal in sein Eingabe. Ich muss dann erstmal hier ordnen alles, ne? So. Na, Peterchen, dann. Ja, aber mal. Ohren gespitzt beim Knobeln, Bram, bitte. Ja, vielleicht kannst du 2 Sachen gleichzeitig machen, denn jetzt gibt es einen Tipp für euch alle. Die Steam-Bewertungen dieses Spiels sind sehr positiv. Wow,
Dankeschön. Mega. Mega. Ja, komm. Geil. Das ist ja schon ein Tipp. Ja, komm, sagt er. Ja, Peter, wir hassen dich alle wegen deiner, also, weil du Moderator man bist. Man muss aber auch sagen, sehr positiv, äußerst positiv gibt es auch noch. Das heißt, so geil ist das eigentlich gar nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ja, nicht mal, cool, was besser ist und was nicht. Also ich höre die Verzweiflung der Leute. Peter, ich sag mal, ich nehme das höchste, was du noch hast. Das wäre der alternative Name, ja? Der Comedy-Tipp. Ja, oh Gott, der Comedy-Tipp. Ja, komm, belustige mich. Okay, für 8 gekauft. Das heißt, du hast noch 14. Sehr gut, Peter. Das ist jetzt der letzte Hinweis für Christian. Da, anhand dessen muss er jetzt drauf kommen, was das ist. Habe ich dir geschickt. Boah. Ja, okay. Ja, okay. Also, Jay hat jetzt nicht mehr ganz so viel Auswahl, weil er kann jetzt nur noch das Genre. Ich bin da wieder dran, stimmt. Ja, eine Steam-Review, Twitch-Informationen oder die Steuerung nehmen. Das sind 4 Sachen, das ist ja voll viel. Ja, ist noch mehr Auswahl, als du gleich haben wirst, das stimmt. Oder Bram. Ja. Ey, Bram. Ich bin noch dabei hier. Und Bram ist auch am Knobeln. Überleg, ob ich halt. Also, ich tendiere entweder zwischen Twitch oder Genre. Aber. Also, wenn das Genre Shooter ist, dann ist halt auch RIP. Was war dein erster Hinweis? Das Entwicklerstudio und die Publisher. Was war nochmal Twitch? Die Beschreibung von der Kategorie? Ja, genau, wenn du bei Twitch auf das Spiel draufklickst, dann stehen da oben ja so Informationen wie zum Beispiel Follower. Ja, als ob ich jetzt dann einfach, da steht dann 1000 Follower oder was? Follower, nice! Nicht nur, da stehen, wenn du auf Twitch ja, da draufklickst, Twitch. Steht da noch ich, mehr. Ich reg mich auf, ich hab keine Ahnung. Ich nehme das Twitch-Ding, whatever. Ich reg mich auf, ja, gut. Das dann hast du noch 12 Münzken. Twitch wurde investiert und du bekommst folgende Informationen von mir. Das ist doch gar kein Satz, Alter. Was ist das denn, was ich hier bekommen habe? Kann ich bitte nochmal, wie ist das mit dem Geld-Zurückgabe-Garantie? Nee, gib es nicht. Alter. Jay, hast jetzt 1000 Follower auf Twitch, mega. Also ich habe noch Genre... Steam Review und Steuerung für 7. Ja, das ist richtig. Steuerung für 7. Also vorhin war Steuerung schon Schmutz. Hat dir die letzte Woche nicht so viel weitergebracht, meinst du? Also ich konnte dadurch ein paar Sachen ausschließen, weil ich weiß zum Beispiel bei Jedi Survivor ist Interagieren halt nicht Dreieck. Bei God of War ist Schlagen halt nicht X, über Viereck. Also damit konnte man ein paar Sachen schon ausschließen, aber du kommst halt nicht drauf. Also das ist halt kein Hinweis, der dir hilft, da drauf zu kommen, sondern nur was auszuschließen. Aber ich brauche jetzt auch eher was zum draufkommen und nicht ausschließen. Aber 7 Punkte ist natürlich schon viel. Da habe ich mir halt auch gedacht, ich habe nur das Erscheinungsjahr. Macht doch keinen Sinn, das heißt doch niemals Rapperei, halt oder? Einfach nur so... War nice, gerne mehr oder so. Steam Review kann Hit or Miss sein. Ich nehme Steuerung, komm, ich let's, das Gefühl, let's pay wir rein. Zusammenspielen oder so. Also nicht jetzt, aber. Du nimmst Steuerung, ja? Ja, komm, let's go. Wenn das jetzt nicht seine 7 Punkte wert ist, ne? Hast du noch 9 Pünktchen für die nächste Runde, falls halt du haben. Falsch liegst? Ja, genau, verstehe ich. Und hier kommt deine Steuerung. Bedenke, direkt neben meinem Namen steht auch noch was, falls dir das hilft. Ja. Ah. Okay. Damit sind wir 2 Runden durch. Jeder hat sich... Bram fehlt noch. Ach, Entschuldigung, Bram. Tut mir Peter. Leid. Es tut mir leid, weil Sepp unten bei Teamspeak ist. Ja, das ist gar kein Problem. Ich habe auch nicht so viel gesagt, weil ich verzweifelt bin. Was ist denn da eigentlich? Bram hat aktuell den Rätsel Spaß. Bram, ich helfe dir bei dem Rätsel. Schick doch mal da drum.
Kritik? Warum? Okay, ich lasse es. Helf dir, Bram. Dürfen wir auch Hinweise tauschen? Aber nicht gegen Münzen. Für zwei Münzen gebe ich. Okay, Entschuldigung. Was ist, Entschuldigung, Peter, ich bin ganz ehrlich, ich war ein bisschen abgelenkt. War das noch offen? Genre und Steam Review. Genre für zwei Punkte und Steam Review. Ja, ich nehme die Steam Review, komm. Okay. Steam Review für fünf Punkte. Acht hast du noch. Und hier kommt deine Steam Review, Dennis. Ich finde das zumindest auch gar nicht so schlecht, dass man doch teilweise Sachen auch ausschließen kann, jetzt so Spiele, wenn man ein bisschen zusammenknobelt mit dem, was die anderen genommen haben. So Sepp hat zum Beispiel die DLCs genommen. Ich habe ja mit mir dann jetzt auch ein paar Spiele zurechtgelegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann nochmal so eine starke, also mit Steuerung nochmal so einen guten Hinweis, sage ich jetzt mal, so gekauft hat. Wenn du meinst. Genau, ja. Weil ich glaube, mit den DLCs, die ich im Kopf habe, wüsstest du, welches Spiel das ist. Also ist es das nicht. Ja, das stimmt. Also es ist leider aber nicht Sims, wo einfach 80 DLCs drinstehen. Ja, okay, das ist ja auch blöd. Dann kriegst du wahrscheinlich eh nur eine Auswahl. Bei Sims. Ich weiß auch nicht, ob diese Kategorie Anspruch auf Vollständigkeit hat. Naja, glaube ich auch nicht. So, wir sind jetzt sind wir wirklich zweimal durch und haben noch ein bisschen gequatscht. Also Bram, so langsam müsste dein Knobeln Richtung Ende gehen. Ja, Eigentlich habe ich gar keine Ahnung. Ich hoffe aber mal. Ist das so oder ist das so? Ich bin mal im Moment. So ist das, glaube ich, wa? Ich glaube so. Ich habe keine Ahnung. Okay. Dann musst du dich entscheiden, Jonathan, ne? Ich weiß. Bin aber noch nicht fertig. Meinst du denn, ich sollte 50-50 machen oder meinst du, ich sollte nochmal überdenken? Das ist doch gar nicht 25. Ist besser. Ach komm. Alles klar. Ich find's super schwer. Also. Einzige, ja, keine Ahnung. Ist die also einzige logische Sache. Ich hoffe, dass der Steuerungstipp halt so teuer ist und dass er auch schon ein Hinweis ist. Das ist die also einzig war auf jeden Fall ein Hinweis, Sache. Aber wollt ihr, also Sepp Tipps? Ja, sag doch mal, was also die wir Leute sind alle durch, ne? Sepp, meine Tipps waren, glaube ich, echt gut, aber weiß ich nicht, ob ist bei deinen Steuerungsdingern irgendwie so ein Kram bei wie hieß denn da, Trasse senken oder irgendwas abwerfen oder so, weil, pass auf, mein lustiger, wie hieß das noch, mein alternativer Name, ja? Ja. Ist Tine Wittler Simulator. Bitte was? Oh nein! Oh, ich wüsste es. Nein! Oh Gott. Oh, das ist schlecht. Ich gebe euch. Also, oh Gott, nischig. Jetzt weiß ich das. Das Sepp ist nischig. Gibt Stardew Valley. Jay gibt Frostpunk. Christian gibt Farming Simulator 2018. Und Bram tippt Anno 1703. Wahrscheinlich 1703. Wenn ich das jetzt nach Tine Wittler würde ich es revidieren. Ja. Das ist doch hier, Hausflipper? Wie heißt denn das nochmal, wo man Hausflipper die Häuser... Sagen. Hausflipper. Ja, als stimmt. Ob wir so ein komisches Pillow-Spiel da drin haben. Ich gebe euch dazu mal den Hinweis für Bram Wester. Ich gebe euch mal, also das hier habe ich bekommen. Ja, für euch, bitteschön. Aber neu? Ich bin also doch sehr gespannt. Ich habe Häuser. Umgedreht. Neue Häuser verwüsten. Und reparieren. Ja, Bram, du hattest einige Wörter davon ja richtig umgedreht, aber irgendwie andere nicht. Also warum hast du nicht repariere und verwüstete nicht auch? Weil ich nicht gecheckt habe, dass das von hinten nach vorne gelesen wird. Oh lol. Ich habe angefangen, die Buchstaben. Bauer, repariere und gestalte, verwüste Häuser neu. Oh mein Gott, weil du hattest baue, du hattest neu, du hattest und ich dachte so, warum macht er das bei manchen Wörtern und bei manchen nicht? Oh mein Gott, jetzt ergibt es Sinn. Ja, deswegen habe ich Reparei geschrieben zum Beispiel, auch weil ich auf Reparieren nicht gekommen bin. Ja, schade, Schokolade. Mit dem Tipp wäre das halt machbar, ja. Aber ich habe es noch gar nicht aufgelöst, es ist tatsächlich Hausflipper. Ja, das war nischig. Das ist ja
Also deswegen musste schon ich auch hart, so lachen, ey. Weil ich mir dachte so, Tine Wittler Simulator, das kann ja nur. Da wäre ich, der Tipp war auch gut. Wieso denn eigentlich der Landwirtschaftssimulator? Ja, weiß ich nicht. Weil ich mir auch gedacht habe, Steuerung ist so ein krasser Gott, Tipp. Und du brauchst lost, halt 78.000 Tasten, um, I see. Um deine Dinger da zu bewegen. Und dann, naja gut, Erscheinungsjahr war 2018. Der kommt ja auch immer raus. Ja. Aber Steuerung 7 Punkte. Ich habe linke Maustaste Werkzeug benutzen, rechte Maustaste Werkzeug wechseln. Was ist denn das für ein Tipp? Ja, das ist alles. Ja, und wer ist die bewegen? Okay, Peter. Also. Ja, dadurch weißt du, dass das Ego-Perspektive ist. Der Markt gibt und der Markt nimmt auch. Okay, kann ich mich mit WSD auch bewegen? Ja, Gott, Alter. Das war ja free bei mir jetzt, wo ich das check. Ja, das war wirklich. Das ist ja richtig dumm von mir. Alter, jetzt, ich hatte neu Häuser, Gestalt, baue. Und da war ich so, neue Häuser, es gibt DLCs aber dabei, die Steuerung ist kompliziert, vielleicht ist das so ein Aufbauspiel. Ja, und dann hab ich noch bekommen, it's the only way of owning a house in this type of economy. 10 out of 10. Da dachte ich mir so, okay, bei Anno, ne, da musst du ja dann die Häuser nach oben bringen. So, boah, welche Alter. Welche DLCs gab's denn? Du hattest das, ne? Was? DLCs? Ach, DLCs hatte ich, ja. Pet, Luxury und HBTV oder ja, sowas. Ja, mega, hätte ich nie da an GTV. Der Entwickler war auch so geil. Empyrean Frozen District Playway SA. Ja, der war schwer. Weiß man ja direkt, wann das ist, ne? Ja, komm, let's go, nächste Runde. Ja, ist euer Marktplatz eröffnet wieder. Ich habe hier nochmal so ein bisschen die Waren durchgewuselt. Ja, wir suchen ein neues Spiel und ich habe hier nochmal ein paar Sachen gefunden. Plattform und Erscheinungsjahr for free darf noch keiner nehmen. Ja, darf man nicht kaufen. Das ist Franchise krass. Oder Ableger des Spiels für 2 Hauptcharakter, Amazon Review, 2 Nebencharaktere, die Handlung schlecht erklärt, YouTube-Videotitel eines Let's Plays, Achievements, Entwicklerstudio und Publisher und Steuerung 10 Punkte. 10 out of 10. Während Franchise oder Ableger 2 ist. Und diesmal darf Jonathan beginnen und er hat noch 12. Gib mir die Steuerung. Für 10 Punkte wird hier direkt investiert. Die höchsten Ausgaben. Die war ja gerade so geil bei Sepp. Ja. Also wird jetzt besser sein. Die hat sich zumindest für 7 Punkte nicht gelohnt. Aber vielleicht steht da jetzt Axt werfen oder so. Jay hat gepaid und das Gepayte bekommen. Auch du bedenken, neben meinem Namen steht noch was. Nicht nur die 3 Sachen da drunter bedenken. Und bist zufrieden, Jay? Das heißt, er hat 4 Sachen gekriegt. Guck mal, Sepp. Aha. Mhm. Ist schon mehr. Wobei er doch mehr bezahlt. Muss man sagen. Ich nehme Achievements, Peter. Achievements für 6 Punkte. Die Achievements, die ich mir zuletzt erspielt habe bei Jedi, das ist die ja so schon lächerlich. Sepp, vielleicht. Ich hoffe, das ist jetzt. Nicht helfen nur dir pura. Deine Achievements was? Du bist jetzt runter auf 3 Münzen. Was? Und damit ist Bram im Kaufmodus. Ja, ich nehme den Hauptcharakter. Wo ist der denn? Oh, warte mal. Für 3. Ach da. Bram gönnt sich für 3 den Hauptcharakter. Sehr günstiger Hauptcharakter. Ja, ich glaube, du kommst zum ersten günstigen, weil die teuren bleiben eh über. Bram, ich glaube, mit dem Hauptcharakter kannst du viel anfangen. Ah, glaube ich auch. Richtig viel. So ein guter Hauptcharakter. Versteht sich das Problem. Ja, okay. Christian, als letzter Mann, der Runde. Guter Mann, ich habe noch einen prall gefüllten Minzbeutel. Was kannst du mir denn dafür anbieten, was so richtig kostet? Ja, also der teuerste, was ich noch im Angebot habe, ist Entwicklerstudio und Publisher für 7 Punkte. Wie kann mir denn Entwicklerstudio und Publisher so stark bei dem Titel von einem Videospiel helfen?
Das könnte. Liegt natürlich ganz an deinem Wissen. Wenn da Ubisoft steht und Bluebyte, dann weißt du schon mal, das ja, könnte auch Siedler sein. Wie kann denn so viel krasser das Entwicklerstudio und der Publisher sein, während Franchise oder Ableger einfach Schmutz ist? Also ja, oder der Hauptcharakter halt. Entwicklerstudio und Publisher, der ist Peter, sold. Entwicklerstudio und Publisher für 7 Punkte gekauft von Christian. Damit hat er sein Geld halbiert. Auf 7 Punkte. Also ich merke schon, irgendwie gehen wir alle pleite. Nach der letzten Runde, wir brauchen mehr Geld, Peter. Wir streiken so gleich. Ja, hätte ich einfach jedes Mal die wenigsten Punkte nehmen können, wo ich falsch gewesen wäre. 4 wären es gewesen, nochmal 4. Ich bin, oder? 5. Ja, warte, es sind jetzt alle durch. Jetzt gibt's den Free-Tipp. Ach ja, stimmt, es gibt ja noch den Free-Tipp. Oh yeah. Free-Tipp für euch alle! Ja. Wenn man nach dem Spiel aktuell googelt, ja, spuckt Google 155 Millionen Suchergebnisse aus. Krass. Wahnsinn. Und also jetzt, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich noch einen Tipp habe. Jetzt, Jonathan, musste kaufen. Ja, ich glaube, die 2 muss ich kaufen, ne? Ja, du musst die 2 kaufen. Na dann, kaufe ich mal wohl die 2. Die 2 kaufen. Franchise oder Ableger? Ich keiner Franchise genommen hat, damit Jake einen Free kriegt. Wir sind so gut. Das ist ja okay, dass man 12 Punkte dafür ausgegeben hat. Jay, du wirst das auch schaffen. Ich glaube an dich. Damit ist Jay jetzt auf 0 und hier ist Jay nimmt den. Das hier kaufte. Was? Was ist immer so eine Frage, die stellt man nicht, wenn man gerade so einen Aha-Moment gehabt hat. Oh, was? Jay ist voll am Reintrollen. Ja, Peter, kriege ich jetzt auch noch den Tipp? Das ist der Tipp. Hä? Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Ja, Peter, jetzt, was ist mit meinem kleinen Geldbeutel denn sonst noch da? Was hast denn du noch? Du hast 3. Amazon Review, oder? Amazon Review musst du dann dir erwerben, genau. Also, das ist auch eine angenehme Position hier als Verkäufer, muss ich ehrlich sagen. Ich kann euch hier ausnehmen wie eine Weihnachtskranz. Ihr müsst kaufen. Ja, ich will nicht so viel ausgeben. Ich musste kaufen, ich kann jetzt nicht mal sagen, nee. Nee, du musst kaufen. Oh, ich weiß es doch schon. Ja, ist mir doch egal, du musst trotzdem kaufen. Was ist denn? Bist du ein Peniskopf? Was ist denn das für ein Kommunismus hier? Kannst du mir den Teil sagen? 8. Hä? 8. Wie? Bram. Ich kann dir den Teil sagen. Der erste. Okay, Sepp, du hast gekauft für 3 Punkte. Ja, oh. ich hab auch nichts geändert an meinem Tipp. Das ist immer noch das Gleiche. So. Das ist so traurig, wenn man was weiß, dann. Bramen. Ja. So, ich habe jetzt noch 5. Ich kann entweder die Handlung, die Handlung schlecht erklären. Oh, damit ist gut, ja. Oder YouTube-Video, wa? Ja, du könntest auch für 4 die Nebencharaktere. Das geht ja auch, du musst ja nicht alles ausreichen. Der Hauptcharakter, der schon so viel gebracht hat. Ey, Peter, ich hab da so eine Frage. Na du. Ja. Was denn? Ist das von uns ein YouTube-Video oder von irgendeinem YouTube-Video? Das muss nicht von uns sein. Ah, lol, ich dachte die ganze Zeit, das wäre von uns. Okay. Ja, wär voll blöd, wenn wir irgendein Spiel nicht gespielt haben. Also, ja, deshalb war ich halt bei Last of Us vorhin auch so, ja nee, Teil 2 haben wir gar nicht auf dem Kanal. Teil 1 hat Peter bestimmt gespielt. Das deshalb ist er Teil 1. Teil 2 hätten wir auf Pizmeet Live als Let's Play gehabt. Da musst du mal aufpassen. Ja, aber das ist ja nicht auf dem Hauptkanal. Also. Deshalb ja, aber das steht ja auch nicht. Peter, Alter, fick mich doch jetzt nicht. Komm, ich nehm die Handlungslichter. Nein, Bram, nimm das nicht. Ja, mal schön ein bisschen knobeln hier, der Bram. Ja, komm, ich bin so gut. Voll der Rätselfreunde. Ja. Warte mal, so. Damit bist du auch auf 0 runter. Ja. So, bei nach Hausflipper, wo alle schon so leicht gebrochen wurden, geht's jetzt so langsam aus mit den Moneys. Ich hab gleich wieder Geld. So confident. Das ist immer schön. Also, Sepp, das geht sehr häufig auch daneben, ne? Aber dann darf ich ja anfangen. Man soll ja fallen. Ich kann mir immer einen Free-Tipp gönnen, ey. Da kann ich immer aussuchen. Das Schlimme ist, nach meinem Tipp ist das nicht mehr das, was ich dachte. Weil das super offensichtlich ist. Was? Das ist doch jetzt Kacke, Peter. Offensichtliches haben. Nein, ich hab doch den, die Steuerung. Ja, genau. Und ja. Da war ich offensichtlich, da wusste ich's und dann bekomme ich Ableger des Spiels. Okay. Ich dachte bei deinem ersten. Oder Spiel. Franchise. Und das ist komplett das ist nicht doch das, was Scheiße. Es sein sollte. Okay, das ist natürlich
kontraproduktiv. Das ist komplett beschissen. Aber Jay, die Steuerung, ich würde mehr auf die 10 Punkte Steuerung geben als auf deinen 2 Punkte Tipp, glaube ich. Okay, ja, komm. Ich will dir nur noch, also ich will dir zumindest den netten Tipp geben, Sebastian. Ja. Es gibt mehrere Teile. Tada! Kann nicht sein. Okay. Doch. Gut. Da bin ich ja mal gespannt. Also ich habe schon mehrere Teile davon gespielt. Christian, du musst jetzt hier noch kaufen. Ich kaufe das günstigste wahrscheinlich, was du hast. Da dürfte hoffentlich das sind die Nebencharaktere. Die Nebencharaktere sein. Genau, für 4. Ich hoffe, die bringen mir jetzt nicht. Nimm die nicht. Wieso denn nicht? Also ich habe einen starken Guess und ich hoffe, die Nebencharaktere bestätigen das jetzt einfach. Ja, das ist natürlich möglich. Ich schicke sie dir mal rüber. Sei denn, das ist irgendwie Dipsy, Lala, Puh und... Oh! Valhalla, Junge! Okay, ich hab ein Gamble in meinem Kopf. Alles klar, Login. Was? Wie gesagt, das ist halt wild. Ich bin mir da irgendwie ziemlich sicher, aber das kann jetzt auch voll in die Hose gehen. Das ist ja immer so, wenn man sagt, ich weiß es. Ja. Damit sind alle Tipps gekauft, die ihr, also ihr habt alle zweimal gekauft. Okay, darf ich einen Guess machen? Ich habe den. Ja, weil es noch nicht eingeloggt. Ist noch nicht eingeloggt, okay. Von allen. Sepp musste noch einloggen. Jetzt habt ihr mich so verunsichert. Dass du was tust? Dass ich jetzt nachdenke, Peter, darf ich jetzt so. Also. Darf ich keine Fragen stellen oder was? Ich bin hier der Moderator. Ich habe schon eingeloggt. Der zweite Tipp, den wir alle bekommen haben, ist der räudigste Moch-Tipp, den es gibt, ne? Das Spiel wird aktuell 105, ja. Der fickt dich komplett rein. Ne, finde ich eigentlich gar nicht so. Also, ich komm, ja, also... Eingeloggt! Wahnsinn! Ich lass mich doch nicht verunsichern. Also, wer hatte Steuerung für 10? Ich. Du? Okay, pass auf, ich hab gerade... Also, alle haben eingeloggt, ja? Ja. Okay, dann kann ich ja offen... Nee, sind alle eingeloggt, okay. Darf nicht vergessen. Pass auf, Peter, du hast mir den ersten Tipp gegeben. Ich habe echt lange gebraucht, um das zu transferieren von einem Wort mit 2 Buchstaben auf eigentlich 3. Okay. Wenn die Perspektive wechselt, deswegen bin ich dann halt ich bin auf Gothic gekommen und aufgrund der Steuerung 10 Punkte, Gothic 1, weil du STRG nach vorne Sachen aufhebst und das ist so ein Value-Tipp, dass das Gothic 1 sein muss. Avalanche Software und Warner Brothers Games haben das gemacht? Moment, Gothic 1 hat auch nicht 155 Millionen Suchergebnisse. Bitte was? Überhaupt. Wie kommst du denn bei Gothic auf 155 Millionen Suchergebnisse, Bram? Ich muss gucken mal, wie viele Suchergebnisse hat denn Gothic 1? Ich muss tatsächlich sagen, dass Sebastian Million. Sich sehr sicher Gothic? War, ist mein erster Guess relativ bestätigt worden, dass ich dann auch einlogge. Kann ich verstehen. Was du mir noch erklären müsstest, wäre... Also Gothic 2 hat 250 Millionen. Ja, ist ja viel mehr, dann konnte es ja gar nicht sein. Moment, Gothic 1 wird mir nicht angezeigt, wenn ich Gothic 1 einen Tipp und dann steht das da. Bram, such bitte nach Videospiel. 283 Moment, Millionen. Ja, ich wollte gerade sagen, such bitte nach dem Videospiel und nicht nach Gothic, weil das ist auch Musik. Ja gut, aber dann kann ich verstehen, dass er zumindest daran gedacht hat. Ich hatte auch erst nicht an die Musikrichtung wurde gedacht. Von Bram Gothic 1 und von allen anderen Hogwarts Legacy. Ja. Ja. Und die Hogwarts Legacy ist richtig. Ja, ihr seid so Pimmel, wie kommt ihr auf mehrere Teile hier, Assos? Weil ich kann doch einfach Quatsch erzählen. Mehrere, ja, aber ihr seid so Pimmelköpfe. Wait, aber es gibt doch mehrere Harry Potter Teile. Es gibt auch mehrere Harry Potter Teile, das stimmt. Ich hab Außenseiter, rennt durch die Gegend und vermöbelt Erwachsene und komische Tiere. Ja, das ist halt... Passt ja wohl perfekt auf Gothic. Ja, das stimmt. Ja. Passt eigentlich auf viel... Ja, wenn du da einmal... Ah, der Tipp für den Hauptcharakter war du. Ey, viel Spaß jetzt mit den 3 Tipps, ne? Ich sage, der Hauptcharakter ist nicht so ein guter Tipp. Ich würde argumentieren, dass nur weil der Hauptcharakter bei Gothic 1 keinen Namen hat, ist das nicht man selber. Weil man selber heißt, man erstellt sich den. Ja. Also deswegen. Der ist nicht der Namenlose.
Ich muss sagen, Avalanche Software und Warner Brothers war schon mal ein guter und dann kamen halt noch 155 Millionen Suchergebnisse dazu. Sebastian erzählt die ganze Zeit, er weiß sofort, was das ist. Ja, die Achievements waren gut. Und er sagt auch noch Teil 1, und die Nebencharaktere, muss man sagen, Sebastian, Cello und Poppy Sweeting haben mir gar nichts gesagt. Das hat bestätigt, das muss Harry Potter sein. Das war voll die gute Randle. Aber gut. Jay, hat dich der zweite Tipp wirklich verwirrt oder war das auch Trash Talk? Überhaupt nicht. Ah, okay, ich dachte natürlich die ganze Zeit, was ist denn da los? Hab die ganze Zeit nur Quatsch erzählt. Ich wollte halt, dass Sepp halt was anderes tippt oder irgendwer. Okay, verstehe. Alles klar. Hat ja auch sogar fast geklappt. Wir gehen in die letzte Runde bei einem Hinweis, bitte. Es gibt noch ein. Das hat deutlich mehr Suchergebnisse. Das ist viel krasser als Harry Potter. ein Spiel gibt's noch und drei von euch gehen jetzt hier mit vollen Taschen in die letzte Runde. Volle Money Taschen, ist das verlassen. Ja. Gucken wir mal, wir müssen 2020 kaufen, Peter. 23 und Bram mit 0. Aber dadurch ist er der Einzige, der gleich kostenfreie Tipps in Anspruch nehmen darf. Bram. Plattform und Erscheinung ist ja mega. Viel Spaß damit. Ich habe hier wieder ein bisschen aufgeräumt, ein paar neue Sachen gefunden, die ich euch an den Mann bringen kann und das sind sie. Oh. Ja, also Preis und Entwicklerstudio sind frei, jeweils einzeln. Translatation. Da steht Latatatation. Ja, Translatatation. Translatatation. Ich könnte mir vorstellen, dass das dieses durch mehrere Übersetzungstools gejagte Titelding ist. Benötigter Speicherplatz. Benötigter Speicherplatz, Spielzeit, Achievements, Steuerung, Hauptcharakter, Beschreibung mit Lücken, ja, was Neues, Jugendschutz und Steam Review. Wenn ich jetzt anfangen darf. Ja, du darfst anfangen. 10 out of 10. Steam Review. Da wird sich direkt hierfür. Da wird also, wenn das mit Abstand der beste Tipp ist, Jugendschutz 7 Punkte, 8 und 9 gibt's gar nicht. Also, das muss ja der 10 von 10 Punkte. Also. 8 und 9 gab's bis jetzt aber noch nie. Auch 8 gab's einmal. Habe ich dir geschickt, Sebastian. Gib mal weiter. Beiden Free-Tipps müssen ja schon so krass sein, dass du auf das Spiel kommst. Ja. Was wolltest du haben, Bram? Ich wollte auch Steam-Review haben. Achso, die kriegst du nicht, sorry. Ja, also was nehme ich denn? Was bietest du mir denn so an? Also ich hätte hier für so ein... Was denn? Entwicklerstudio und Publisher. Alles klar, Entwicklerstudio und Publisher. Gibt's für dich? Da muss ich auch gar nichts anzeigen. Für mich gibt's ja eh die beiden. Ja, ich weiß, du musst die beiden nehmen, das ist richtig. Aber mit welchem beginnst du? Relevant. Okay, du hast da nichts vergessen, ja? Nö. Okay. Das ist das, was hier steht. Das ist das, was da steht. Und damit kommen wir zu Christian. Der noch 23 Münzen hat. Ja. Ich finde es gerade schwierig tatsächlich. Ich hatte mir einen ausgedacht. Alter, fick doch meine Eier, Alter. Also du siehst ja, weil ich mir eventuell schon als Frage stelle, aber das kann anhand der Hinweise schon gar nicht sein. Ja. Weil du nicht darauf kommen würdest, welcher Teil, meiner Meinung nach. Also Sepp hat die Steam Review genommen, ne? Jo. Steam Review ist weg und ja, das, was Bram genommen hat, kannst du eh nicht nehmen, deswegen ist das für dich irrelevant. Gib mir doch mal die Beschreibung mit den Lücken. Da freue ich mich drauf. Ja, für 6. 17 Münzen hast du da noch. 17! Ah, jetzt gleich kriegst du in diesem Lücke Ende. Spiel. Beschreibung mit Lücken geht an Christian, da hasset. Wenn der Moderator schon lacht, ne? Gib mir mal den Hauptcharakter. Hauptcharakter für den Jonathan. 5 kostet er. Damit hast du noch 15. Was? Hier, Jay. Das ist der Hauptcharakter. Und damit sind wir jetzt eine Runde durch. Jeder hat sich einen Hinweis gegönnt. Und hier kommt euer Tipp nach der ersten Runde. Okay.
Jetzt bin ich ja gespannt. Gesucht ist der zweite Teil einer zweiteiligen Reihe. Hm. Tja. Dann müssen wir einmal rum und Sebastian darf wieder ein bisschen einkaufen, muss sogar ein bisschen einkaufen. Hat noch zur Auswahl Sepp, Jugendschutz, Steuerung, Achievements, Spielzeit, benötigter Speicherplatz, Translatatation, was? Achievements. Achievements, da wird sich schon entschieden. Ich bin da so ein bisschen lost. Ich weiß, in welche Richtung es geht, aber... Pff. 16 Münzen hast du dann noch. Sind hier Rechtschreibfehler drin? Ja, aber Lücken. Ja, also innerhalb eines Wortes, weißt du so. Ja, 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 also da stehen nicht komplett, nicht nur komplette Worte. Da hast du die Achievements-App. Ja, Bram, ich würde dir mal dann den Preis rüberschieben. Ich glaube, ich nehme nochmal einen wirklich. Ja, das geht mir nur, wenn mehrere Leute das, aber das ist der aktuelle Preis, ja? Oder ist das einfach der Release-Preis? Oder? Also... Weil wenn du mir jetzt 59,99 schreibst, kann das halt für... Also, und dann ist der Release-Preis. Ja, wow, dann Dankeschön. Das hast du dir halt verdient, dass du so gute Tipps kriegst. Also, Bram, also das, was ich dir jetzt schicke, gibt dir den Hinweis, ob das der aktuelle ist oder nicht. Okay. Ich geh pissen, die können weiterspielen. Hä? Bild. Also Bram weiß jetzt den Preis und hat Entwicklerstudio und Publisher. Was ist das für eine unfaire Scheiße, ey? Das finde ich auch hart, muss ich sagen, wirklich. Das heißt, ich kann zumindest schon mal nicht mehr Letzter werden. Das, Ja, Christian, du kannst jetzt noch kaufen. Jugendschutz, Steuerung, Spielzeit, Speicherplatz oder Translator. Warte. Jugendschutz, Steuerung, Spielzeit, benötigter Speicherplatz. Oder Translatatation. Pass auf, ich könnte einfach sagen, Translatatation, 15 Punkte, die anderen müssen auch kaufen. Damit wäre ich Erster, es sei denn, jemand weiß das Spiel. Richtig. Aber ich will wissen, was diese scheiß, also nee, nicht scheiß, sagen wir, die seltsamen Hinweise denn sind. Also, ja, gib mal... Ich bin sehr gespannt, was bei Jugendschutz ist. Wenn das jetzt einfach das Alter ist, dann... Ab 18. Dann kannst du bitte den Bram-Sound einspielen. Ja. Also du kaufst Jugendschutz, ja? Ich kauf Jugendschutz. Komm, voll auf rein. Scheiß auf 10 Taktik. Runter. Ich schick dir das jetzt und ob dann was abgespielt werden muss oder nicht, musst du sagen. Bram, kannst du bitte drücken? Warum steht bei dir ab 18, ja? Einfach nur so? Ich sag mal so. Oder ab 16. So ungefähr. 18 violent oder Peggy, Gewalt. Peggy einfach nur. Einen Kauf haben wir noch. Also so, ja. So schlimm nicht. Ich bin, oder? Ja, genau. Ja. Du bist der Letzte, der hier heute in dieser Spielshow irgendwas kauft. Dann nehme ich die Translation. Für zwei Punkte. Das ist das Billigste. Das ist das Billigste. Und das kriegst du jetzt auch. Hier. Bitte was? Okay, das ist ja super. Damit sind alle, ihr habt geshoppt, ihr seid jetzt fertig vom Shoppen, einfach ausgebrannt auch, habt den komplett freien Hinweis bekommen. Ja, hier bitte, komm. Ja, aber keine Ahnung, das ist falsch, ich hab nicht mal eine Ahnung, Alter, ich kenn nicht mal den Publisher. Ich find's schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe Christian nicht, nee, ehrlicherweise. Das macht keinen Sinn. Lies dir einfach den Hinweis durch, den du mir geschickt hast. Also, das macht keinen Sinn. Ja, du hast halt mehr Wissen, ne? Ja, ja, logisch. Nee, ich dachte aber, Christian will mir irgendwas sagen und das habe ich nicht verstanden. Halt mein Maul, wollte das. Das ist so das, was mir gerade den Stolperstein macht.
Ich vergesse irgendein Spiel safe. Was haben wir nochmal für Kategorien gehabt? Preis, Entwickler. Preis und Entwicklerstudio. Okay, Bram hat gesagt, das ist kacke. Aber das ist voll scheiße. Also, Preis ist. Egal, was für ein Tipp du hattest, ich finde, Preis finde ich eine Frechheit. Der Preis kostet wahrscheinlich einfach 50 Euro oder 60 ja, oder Euro die, der, und genau, das kann jedes Spiel sein. Ja. Hausgruppe genau wäre ja dann theoretisch ausgeschlossen bei einem Preis von dem, ja, was ihr sagt. Das stimmt. Wow. Ja, aber du musst ja jetzt schaffen, nur mit den beiden Sachen auf den Titel zu kommen. Auf den Titel zu kommen. Wobei das wahrscheinlich machbar ist, wenn ich den Publisher kenne. Wenn würde. Du den, das ist, glaube ich, das größte Problem. Wobei, wenn ich den Publisher kennen würde, bräuchte ich wahrscheinlich selbst den Tipp von dir nicht, wa? Weil der ist wahrscheinlich jetzt so ein Publisher, der hat halt dieses eine Spiel. Nee, gemacht. Nee, den bräuchtest du dann schon auch noch. Und zwei Teile. Okay. Boah, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder? Hey, wenn ich jetzt treffe, Jungs, ne, dann geht ab. Aber ich dann hast du wahrscheinlich gewonnen. Ja. Zu Recht. Ich versuche immer noch das zu entfernen. Also. Ja, Christian fehlt noch. Zeit, Achievement, Steuerung, Hauptcharakter. Oh, warte mal. Keine Ahnung. Oh mein Gott, oder? Nee, hä? Scheiße. Ich frage mich ja, wenn Jugendschutz mal, dabei ist. Heißt der Zeit ist super gering oder das ist so ein indizierter Scheiß? Ich war noch mal, ich muss nochmal durchwechseln. Gesucht ist der zweite Teil einer Zweiterlingreihe. Hey Christian, du hast doch für 7 Punkte nicht nur bekommen Peggy 12, oder? Das wäre richtig räudig. Nee, da steht noch ein bisschen mehr bei. Deswegen bin ich halt nur die ganze Zeit so am Überlegen. Es ist die letzte so Kategorie. Ich werde an irgendwas nicht denken. Das ist so das ist so böse. Komplett gewechselt, aber egal. Christian, so langsam. Irgendwo habe ich diesen Namen schon mal gehört. Scheiße, Mann. Mir fällt keine zweiteilige Reihe ein, ehrlich gesagt. Mortal Kombat. Ja, kommt jetzt nicht Teil 9? Es geht jetzt um die Wurst hier, ne? Ja, ich merke das auch. Ich hab das gewonnen, wenn keiner richtig liegt, ne? Ja. Das ist richtig. Awesome. Achso. Und ich hab den besten Tipp gekauft, vermeintlich. Spielen sollen. Ich hab mich wegen einer Sache umentschieden. Ich hoffe, das ist gut. Ich hoffe, das ist gut. Oh Christian, jetzt muss ich langsam runterzählen. Ja. Okay. Keine Ahnung. Es wurde eingeloggt. Also der Tipp ist halt, pass auf, hier steht, mehr 20 Jahren in gegen das gekämpft, fair. Da fehlt ein bisschen. Jetzt wieder Stadtkonflikten, also Stadt sowie City. Ja. Die ins Alter zurück, dennoch Hoffnung. Sie Wanderer mit Macht, die zu. Aber Preis, sie von Erinnerungen haben aufgemacht, um nur im Kriegsgebiet zu. Keine Ahnung, was das ist. Und USK 18, häufige Darstellung von Gewalt, Blut oder Verstümmelung. Bin ich nicht drauf gekommen. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es meins ist. Das war nicht nur USK 18. Ja, ja. Also deswegen Verstümmelung, das hat mich an den Wahnsinn getrieben. Ram tippt Sniper Elite 2. Christian Gummibären, gut, ist nichts eingefallen. Ja. Jonathan Wolfenstein 2 und Sebastian Dead Island 2. Also ich hatte halt den Mega-Tipp. 1 ist a zombie game with Parkour. But Dying Light. Ach, ja, Dying Light. Oh mein Gott, ich wusste, es fehlt mir ein Titel. Du hast einen benannten Hauptcharakter. Ja.
Und jetzt einen bekannten Hauptcharakter. Teil 2 ist a Parkour Game with Zombies. We need a good DLC like the following DLC. Oh mein Gott, ich kam nicht auf Dying Light, weil ich es halt nie gespielt habe. Wäre ich leider. Okay, Wanderer mit auch nicht Macht, drauf gekommen. Da wäre ich niemals auf ein Zombie-Game gekommen. Es ist Dying Light 2. Oh, schade. Ich wusste, ich vergesse ihr. Ram hatte also mein Tipp war ursprünglich 59,99. Ja, und Techland vor allen Dingen. Und Techland, aber Techland wusste ich nicht. Also ursprünglich 59,99 ist halt asozial, muss ich auch wirklich sagen. Dieses ursprünglich dabei aber ist. Aber Techland halt, ist doch. Ja, da, wenn du halt nicht weißt, dann weißt du nicht, dann ist halt scheiße. Aber ja, ich fand Techland. Also selbst wenn, also wenn ich Techland bekommen hätte und jetzt gewusst, hätte es trotzdem jedes Spiel sein können, was der zweite Teil ist, weil ursprünglich 59,99. Ja, die haben halt nur Dead Island 1 und dann die Dying Light-Reihe gemacht. Ach, Dead Island 2 ist gar nicht von denen? Nee. Guck mal. Ja, gut, okay. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der Satz wäre, sie ist oder war oder, ne, ist ein Wanderer mit Macht. Okay, und dann noch häufige Gewalt von Darstellung, Blut oder Verstümmelung. Und ein Zweiteil, oder der zweite Teil. Welche Frau geht in einem Videospiel so ab, dass richtig die Leute verstümmelt? Ja. Und es ist der zweite Teil und keine Ahnung. Bayonetta. Ja. Hätte sein können. Aber davon gibt es auch 3, glaube ich. Das war schwer. Ach, scheiße. Ja, das war sau schwer. Hätte man aber wissen können. Gut, dass ich euch den Tipp geklaut habe, denn ihr hättet damit was anfangen können, bestimmt. Welchen? Mit meinem Zombie-Game mit Parkour. Ach so, ja. Ja, safe. Ich habe das auch recht lang gespielt. Ja. Ja dadurch haben wir, dadurch, dass jetzt keine neuen Münzen ausgeschüttet wurden, einen Endpunktestand von Bram 4. Platz mit 0 Punkten, Christian 3. Platz mit 10, dann Jonathan mit 2. Platz mit 13, Sebastian gewonnen mit 16 Punkten. Bis zum Ende war für alle Gratulation. Ja, mehr oder weniger. Also, das war der Pilot, die allererste Folge. Vielen lieben Dank an Isa auf jeden Fall für die grundsätzliche cool. Idee und die Vorbereitung. Jo. Das ist eine Menge Arbeit, glaube ich. Wir werden jetzt nochmal in uns gehen und überlegen, ob man vielleicht an ein paar Schrauben drehen könnte. Gerne dazu auch Feedback in die Kommentaren schreiben. Und wir hoffen, dass wir euch unterhalten konnten hier mit einen Hinweis bitte und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss.